Servus und hallo, The Walking Red ist mal wieder unterwegs mit einer kleinen Heimrunde. So schön warm heute, frühlinghaft, alles blüht schon, Vögel sind am Zwitschern. Dachten wir, wir machen mal eine kleine Runde bei uns in den Wald. Als ersten Stopp haben wir den Weißen Tempel auf dem Taro und danach geht's noch zum Seerosenteich. Und auf dem Rückweg zu unserer kleinen Apfelplantage, wo wir vor ein paar Jahren mit der Kerbgemeinschaft ein paar Apfelbäume gepflanzt haben. Und ja, genießen wir das schöne Wetter und gucken wir mal, was wir noch so entdecken. Bis denne. Vor ein paar Jahren gab es bei uns einen richtig mördermäßigen Sturm. Deswegen sind von unseren Wäldern hier in der Umgebung nicht mehr ganz so viel übrig. Also sehr licht. Überall liegen kaputte Baumstämme, gesägte Baumstämme herum. Und ja, wenn man so mit den Autos an den Schnellstraßen entlang fährt, ist da halt alles fast kahl. Ist schon echt krass. Aber die Natur findet ihren Weg und wächst weiter. Da vorne haben wir dann ein paar schöne Bäumchen, die schon am weiß blühen sind. Ja, mal gucken, wie schnell sich der Wald wieder erholt und nicht, dass noch so ein Sturm kommt und noch mehr kaputt macht. Wie ihr gerade gesehen habt, sind wir am Weißen Tempel. Der war ursprünglich mal weiß und ist quasi auf einer großen Waldkreuzung mittendrin. Und ja, ist überdacht, also geschützt vor Regen, ist ein bisschen erhöht und ist nichts Besonderes, aber ist so mein Lieblingsort hier im Wald. Gehen wir mal hoch. Hier kann man sich schön hinpflanzen. Und ist großräumig überdacht, von daher ist es ganz cool. Man hat auch auf 4 Waldwege eine schöne Aussicht. Ja, weiter geht's dann zum Rosenseeteich. So, etwas kraxeln dürfen wir jetzt auch. Hier liegt noch ein schöner Baum im Weg, schon bemoost. Und dann sind wir bald da, ich glaube noch 400 Meter. Mal gucken. Wir waren schon länger nicht mehr da, ob es da noch gut durchzukommen ist oder ob alles zugewuchert ist. Und ob schon mal was blüht oder noch nicht. Also schauen wir mal. Thank you.
Ja, das war der kleine Ausblick vom Ernst-Ludwig-Teich. Blüht leider noch nichts, aber Martin hat im Untergrund schon gesehen, dass da die ganzen Seerosen warten zu erblühen. Also werden wir vielleicht im Sommer nochmal hierher. Mal gucken. Wir versuchen jetzt einen Überweg zu finden über den Bach auf die andere Seite und dann andersrum quasi zurückzulaufen und dann versuchen zu den Apfelbäumen zu kommen. Also schauen wir mal. Servus und hallo, heute eine kleine Mini-Episode und zwar werde ich jetzt immer mal was von Travel Lunch euch zeigen. Und zwar habe ich da von denen ein Testpaket bekommen mit aller möglichen verschiedenen Sachen. Hier habe ich jetzt mal einen Riegel für unsere kleine Heimtour dabei und für größere Touren, da gibt es dann größere Hauptmahlzeiten, einmal veganisch und nicht vegan. Und ja, wir testen jetzt mal hier diesen tollen Riegel. Zu 51% besteht aus Sesam und aus sehr viel Zucker und ein ganz klein bisschen ist auch noch Honig dabei. Aber Zucker ist ein guter Energieträger, deswegen nach einer Tour, wir haben jetzt 8 Kilometer hinter uns. Gucken wir mal, da sind sogar mehrere. Das sind drei kleine, dünne Riegel. Süß, aber nicht zu süß. Ich hätte es mir süßer vorgestellt, aber sehr trocken. Aber ich denke schon, schmeckt wie ein normaler Energieriegel. Ich glaube, ein bisschen Energie wird auf jeden Fall geben für zwischendurch. Ist gar nicht verkehrt. Ich werde es jetzt einmal in den Hauptvideos, wo wir wandern unterwegs, werde ich es mit reinbasteln und dann nochmal separat unter meinen Testvideos. Und ja, mal gucken, beim nächsten Mal gibt es dann mal Hauptballzeit und mal gucken, was es bis dahin so gibt. Wir sehen uns, macht's gut. So, wir haben jetzt knapp 10 Kilometer auf dem Tacho. Jetzt geht es noch in Richtung Heimat und dann war unsere Heimrunde doch ganz gut. Schönes Wetter, ab und zu mal ein bisschen Niesel. Und hier mit dem Ausblick von den wunderschönen blühenden Bäumchen sagen wir Ciao und bis zum nächsten Mal.